Ja, hallo, willkommen, mein Name ist Daniel LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Fallout 4. Ich wollte schon wieder was vollkommen anderes sagen. Der verdammte Fernseher funktioniert nicht. Gott verdammt. In der letzten Folge sind wir der Railroad begegnet und ja, wie man sieht, ich habe mich hier irgendwo anders hingepflanzt. Ich habe mir die Tankstelle hier mal unter der Lupe genommen und anscheinend kann ich auch hier eine Siedlung bauen. Also ja, habe ich natürlich gemacht. Mich hier ein bisschen häuslich eingerichtet. Das ist, glaube ich, nicht die Tankstelle, die man im Intro sieht und im Hauptmenü. Aber was soll's? So, keine Ahnung, was ich hier noch geplant hatte. Irgendwie so eine Wand oder so, damit ich hier was bauen kann. Keine Ahnung. Mal gucken. Jedenfalls, sie sind doch hier sehr viel gemütlicher als in Sanctuary. Außerdem habe ich hier meine Ruhe. Meine ganzen Bank-Sachen und so, Powerrüstung habe ich alles hier platziert. Und ja. Gut, oder? Sieht doch richtig gemütlich aus. Meine Kleidung habe ich natürlich auch ein bisschen geändert. Ich habe jetzt einen Metallhelm und eine Sonnenbrille. Und den Vault-Anzug, welcher mir aber leider keine Verteidigung, sondern nur Dings gibt. Wie nennt man's? Strahlenwiderstand oder so. So, hier habe ich eine kleine Farm noch gemacht. Einfach nur so zum Dekorieren. Und ja. Haben schon gesagt, was wir in der letzten Folge gemacht haben. Die Railroad haben wir getroffen, ne? Und ja. Ich verlasse mal mein gutes Heim hier und wir begeben uns dann auf zu irgendeiner Quest, die wir jetzt machen. Ja, mein Inventar ein bisschen aussortiert, ein paar Sachen verkauft und so. Und ja. Ich bin, glaube ich, etwas vorbereitet. Wir könnten jetzt hier hingehen, um für die Railroad irgendwas zu machen, aber wir müssen ja noch Valentine finden. Ich ja irgendwo hier ist und da ist jetzt derbe gefährlich. Ne, da ist er, ne? Finde eine Valentine, dann gehen wir mal da hin. Ah, schön. Oh, was ist das denn? Ein Hund? Okay. Willkommen bis zu abgerichteten Kampfhunden. Ja. Warte mal, ich habe ein Level abbekommen von den ganzen Bauen, glaube ich. Muss ich auch noch verteilen, den Punkt. Ganz vergessen. Wir haben ja in der letzten Zeit so viele Sachen für, weiß nicht, Wissenschaft und all so was verbraucht, wo wir mehr Gegenstände herstellen können und so, aber das Blöde ist, ich habe irgendwie nie genug Gegenstände, um irgendwas Geiles zu machen mit meinen Waffen. Das ist irgendwie, mir fehlt immer irgendwie Kleber oder so, ich muss viel Kleber mitnehmen, habe ich so das Gefühl. Weil mir fehlt immer Kleber. Ich brauche immer Kleber für irgendwelche Waffen. Das ist Kage. Und da müssen wir rein. Genau. So, Stimpaks habe ich, glaube ich, nicht mehr so viele, ne? Wo ist it? Stimpak 21, doch, habe ich doch ein paar gekauft, weiß ich gar nicht mehr. Sonst glaube ich nix. Habe jetzt auch deutlich weniger Waffen dabei. Die Silver Shroud Sachen kann ich irgendwie nicht ablegen, weil irgendwie zu einer Quest gehören. Und ja. Alle anderen Sachen, die ich nicht ausgesetzt habe, habe ich auch weggenommen. Und ich würde sagen, wir tun noch Level Up mäßig hier was verteilen. Ich habe schon Gedanken darüber gemacht, was ich nehme. Und zwar nicht Schmied, damit ich hier Nahkampf-Mods herstellen kann, weil ich habe, wie gesagt, wenig Klamotten. Wir haben nämlich Level 12 erreicht und ich glaube, ich kann jetzt noch nichts irgendwie verbessern von meinen alten Sachen. Deswegen nehme ich mal etwas, was ich auch im Fallout 3 oft benutzt habe und gerne benutzt habe, und zwar Inia, mysteriöser Fremder. Wer ist das? Warum hilft er? Wen interessiert das? Der mysteriöse Fremde erscheint gelegentlich im VATS mit tödlicher Effizienz. Fremde taucht öfter auf, der mysteriöse taucht immer öfter auf. Wenn er einen Gegner tötet, besteht die Chance, dass sein Balken für kritische Treffer aufgefüllt wird. Ja, ich würde sagen, den nehmen wir doch mal. Weil ich brauche echt mal ein paar Sachen, die mein Überleben versichern. Und wenn er wieder alles so one-shottet wie im dritten Teil, obwohl ich darf mich nicht so auf Sachen vom dritten Teil verlassen, weil vieles, vieles hat sich geändert. Aber naja, ich sollte vielleicht mal den Ton anstellen. Habe ich den Ton angestellt? Ja. Und ich habe ein bisschen Radio gehört in diesem Spiel. Und ich finde echt gut, dass die meisten Lieder hier noch alle, ich nehme mal Müll mit, den ich hier in, ihr wisst schon, Sachen verbrauchen kann, umwandeln kann, ihr wisst schon. Ihr wisst es nicht? Okay.
So, Halleluja, jetzt mal drinnen. Nuka-Cola und Nuka-Cola-Cherry. Ne, das ist eine Flasche nur, verdammt. Weg damit. Ich wollte das Tales of Hysteria aufnehmen, aber hatte ich doch irgendwie Bock wieder auf Fallout. Was? Okay, hier müssen wir rein. Nur was ist hier? Nick Valentine. So, wieder bunte Abenteuer, wo ich 13.000 Mal verrecke, wahrscheinlich. Aber was soll's? Wer hat gesagt, dass das Leben im Ödland einfach ist? Ich? Was? Okay. Ah, ich muss dann jetzt auch sehr viel öfter VHTS einsetzen, habe ich das Gefühl. Und ich sollte vielleicht irgendwas ausrüsten. Was nehmen wir denn? Was nimmt denn hier so viel Schaden weg? Was hat den? Ach, Molotow-Cocktail. Ich habe, glaube ich, nicht so viel erzählt, ne? Nö, 33. Was habe ich denn hier? Ich habe 38. Ich habe von jedem Munitionstyp so. Also nicht. Wenn ich dir doch sage, zu Skinny Malones Bande zu gehen, war die beste Entscheidung aller Zeiten. Schau dich doch nur mal um. Und trotzdem, Malone ist schwach. Wir erwischen diesen Detektiv beim Rumschnüffeln. Und was macht er? Sperrt ihn ein. Dem fehlen die Eier, ihn einfach umzulegen. Todesschütze. Lass das mal nicht sein neues Mädchen hören. Die knallt dir ihren Schläger ins Gesicht, bis kein Gesicht mehr übrig ist. Und du bist böse, ne? Hier geblieben. Ich muss mich mal locker machen. Ich bin total überdreht. Habe ich Minen oder so? Nö. Aber ich habe Splittergranaten. Hey! Hi, na? Pustet sie weg! Ha. So, ich muss ja jetzt so drücken. Ich habe die Steuerung mal umgeändert, weil Spiel ausgehen noch immer Star Wars Battlefront und da schießt man mit anderen Knöpfen, den anderen Schultertasten. Deswegen, wenn ich immer auf dieses Spiel hier zurückkomme, ist ein bisschen verwirrend. Deswegen habe ich die Steuerung jetzt auch so, wie sie normal ist, gelassen. Ja, jetzt geht schon wieder los, ey. Schon wieder auf die Fresse. So, komm mal her. Versuchen wir mal. Und ich bin schon gleich wieder tot. Oh Gott. Erste Gegnermenge, die mir begegnet. Ich dachte, ich wäre jetzt mal ein bisschen vorbereitet. Ich nehme, glaube ich, nächstes Mal die Power-Rüstung mit. Ich will nicht die ganze Zeit mit der Power-Rüstung rumlaufen. So, nehmen wir eine bessere Waffe mal. Ich dachte, das wird jetzt ohne diesen ständigen Sterben hier vorangehen. Aber nein. Ich habe auch nicht so viel Munition. So, dann wieder der gleiche Spaß. Schau dich doch nur mal um. Und trotzdem, Malone ist schwach. Wir erwischen diesen Detektiv beim Rumschnüffeln. Und was macht er? Sperrt ihn ein. Dem fehlen die Eier, ihn einzulegen. Na, das bringt nichts. Gibt's doch einfach nicht. Super. Nur die Zigaretten hier. Du Pisser! Kann ich schließen, gibt's doch nicht. So. Alter! Wow, ich bin echt schlecht. Warte mal. Doch hier meine Stimpaks.
satt. Ja, dein Bein. Gibt's doch nicht. Warum kriege ich hier von jedem eine Fresse? Es ist schon wieder so ein typischer Part, ne? Bin ich ganz am Verrecken. Boah. Gibt's doch nicht. Wenn ich dir doch sage, zu Skinny Malones Bande zu gehen, war also, das ist erst der Anfang hier. Schau dich doch nur mal um. Und trotzdem, Malone ist schwach. Wir erwischen diesen Detektiv beim Rumschnüffeln. Und was macht er? Sperrt ihn ein. Ich habe keine Waffe ausgerüstet. Warum? So was hier. Dem fehlen die Eier, ihn einfach umzulegen. Lass das mal nicht sein neues Mädchen hören. Sind auch Ghouls hier, menschliche Ghouls, sag ich mal. Boom, ich bin der Axtkiller, was machst du? Boom! So. Ja, schon mal weg. Huha, huha. Er hat das Licht ausgemacht. Ja, das war nur Licht. Mein Arm ist gebrochen. Bist dich. Gehst mit jemandem auf eine Axt los? Mit einer Axt los, meine ich. Oh. Hi. Boom. Ja, ah. So, jetzt läuft's. Hi, na? Schon wieder. Wer? Wer, du tötest mich jetzt. Guck euch mal an, wie viele Gegner wieder da sind. Ey, das gibt's doch nicht. Ha. So, ich tu mal hier so ein paar Sachen nutzen. Statt meines Stimpacks. Hier sind dann alle Panzerbrechen, Maschinenpistole. Oh, geil. Klar, schmutzfällig. So, haben wir hier oben alle platt gemacht? Nö. Solltest dich nicht verstecken. Ist nicht gerade besonders mutig. Was? Ist hier jemand? Oh. Hier war ein sehr schwieriger Anfang, wie sonst auch immer. Aber egal. Das wäre es. Super Kleber, ich brauche Kleber. Bestellbarer Schraubenschlüssel, nehmen wir den mal. So, das ist alles. Soll doch was geben hier. Breitetes Wasser, her damit. Oh. Ah ja, als Pferd kann ich öffnen. Boah. Cool. Ja, damit. Klebeband, ja. So. Ich werde die Schnellspeicherfunktion sowas von abusen. Eine Typ da hinten, ne? Was denn? Fürchtet ihr Deppen euch jetzt? Wer? Bei der Macht von Grognak! Boom! 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 Sehr schön. Ha! Willst du, dass ich einen Herzinfarkt kriege? Hier ist nichts. Was? Hm. Oh nein, ich die Kokomine aussetzen. Na gut, dass ich noch eine hab. Moment mal. Hier ist überhaupt nichts. Was zum?
Wir sind noch viel zu viele Leute, habe ich das Gefühl. Ja, mache ich nicht alles, um die Hauptstory hier weiterzuführen. Machen mich ganz verrückt. Wer ist da? What? Was zum? Eine Toilette, eine Granate. Ist doch mal spinnt ihr? Und für nix. Was ist nicht mal, als ob hier was beschützt wurde oder so. Boah. Redet denn noch hier? Wer redet denn noch hier? Hallo? Hier läuft, glaube ich, ein Irrer mit einer Axt rum. Das kann überhaupt nicht stimmen. Ich meine an, wie viele da noch sind. Was denn? Habt ihr bei euch jetzt schon Angst vor euren eigenen Schatten? Hier ist nichts. Was ich dann halt hier. Aber ich kann hier pennen. Klar. U-Bahn-Marke. Okay. Ich habe auf jeden Fall viel zum Verkaufen wieder gefunden. Terminal. Pack erst mal Axt weg. Fahrkarten kaufen. Okay, abgeschaltet. Nachricht für Mitarbeiter. Ja, mitteilen, dass ihre Haltestelle Park Street aufgrund eines Aufkaufs durch die Voltec Corporation die Mitarbeiter können ich danken. Okay. Kannst du diese Haltestelle wird am automatisch in ihrem Arm. Okay. Deswegen kann ich keine kaufen. Okay, ich kann komischerweise ja pennen, obwohl ich Leute die ganze Zeit irgendwo höre. Was denn? Wer ist denn hier? Warum kann ich euch von... Ihr seid wahrscheinlich unter mir, ne? Warum höre ich euch von hier auch schon? Oh, hier ist was. Okay. So viele, da sind so viele, ne? Willst du mich auf den Arm nehmen? Was ist das? Gute ist, ich kann nach oben schlafen gehen. Da jemand einen Raketenwerfer. Jetzt läuft doch ein bisschen. Na, oh, verdammt. So. Hier geblieben. Ich kann einen Kopf noch sehen, ne? Solange nur einer kommt, ist ja kein Problem, finde ich. Okay, jetzt sind zwei da. Jetzt wird's nervig. Sehr gut. Alter, sind die stark. Hier geblieben. So. Und nächster. Sehe ich die ganze Zeit, da weißt du, ne? Ich muss mal ein aufbereitetes Wasser. Irgendwas anderes. Was habe ich denn noch hier alles, was mich heilen kann? Ich habe ein paar Drogen neu hergestellt, so Buffjet und sowas. So, hier ein Pilz und also was. Ich habe so viele Sachen hier. Ich glaube, ich noch essen kann. So. Problem. Oh, jetzt haben wir wieder voll viele.
Und jetzt sind da zu viele, Tristat. Glaub nicht, dass ich die alle so benutzen sollte, aber soll's. Ich tue einen Hut abknallen. Was machst du jetzt? Noch einer ist noch übrig, glaube ich. Oh mein, verreck doch. Ah. Ich mir erstmal rumheilen. Alter. Jetzt mit den Gegnern ja schon echt wieder übertrieben. Finde ich. Und wieder voll geil und automatisch gespeichert. Alles ist okay wieder. Sehr gut. So, jetzt ist Lootenzeit. Was war das? Ist ja keiner mehr, ne? Maschinenpistole wieder. Schon eine. Ja, damit. Schon wieder gegen was ich alles gekämpft habe. Einmal. Okay, sehr viele Maschinenpistolen sind hier. Da sollte ich mal eine benutzen. Wir sagen, ich habe die meisten Gegner schon erledigt. Da kommen dann noch sehr viele, ne? Ich habe irgendwas anderes mitgenommen. Okay. Wir sagen, du bist direkt hier irgendwo. Oh, das sah komisch aus. War irgendwie so geglitscht, habe ich gedacht. Ich habe jetzt irgendwie Angst vor so Fallen und so. Ja, aber man braucht nur eine Stunde schlafen, dann ist man wieder voll geheilt. Und da geht es, glaube ich, runter. Noch nicht, aber hier ist irgendwas. Kübel, nehmen wir mal mit. Zwei Betten. Immer so Sachen, von denen ich schon langsam so weiß, was man hier alles hier gut in Materialien umwandeln kann. Weil ich die alle brauche, um Klamotten herzustellen. Wie viel Gewicht habe ich denn jetzt schon? Nicht viel, okay. Schon wieder automatisch gespeichert, meine Güte. Ständer. Oh Gott. Oh, Drogen. Und Klebeband. Klebeband brauche ich sehr viel. Ich brauche für alles Klebeband. Habe ich so das Gefühl. So, von da kam ich. Da ist, glaube ich, noch ein Raum oder so gewesen. Noch ein Terminal. Ich glaube, ich laufe mal wieder mit der Axt rum. Wenn nur ein Gegner oder so kommt, kaufe ich den mit einer Axt kaputt. Ich soll das Terminal vielleicht mal knacken, nachgucken. Böp. Okay. Schade. Haben sie halt immer noch nicht eingeführt? Nein, Quatsch. Ach, da war leeres Kümmel. Ziehen kann ich ja die mal mit. Ich gucke nach der Aufnahme mal hier, was die ganzen Sachen so einbringen. Ah, okay, das ist ja gleiche.
So, da können wir jetzt dahin oder dahin gehen. Und da müssen wir hin. 90 Meter. Okay, gehen wir mal hier rein. Da kann denn schon Schlimmes da drin auf uns warten. Ja. Oh, hi. Ich hole mal meine Axt raus. Ist das hier gar nichts? Sieht aus wie so ein Butterkuchen. War aber süß. Telefon nehmen wir mit, falls mich mal jemand anrufen will. So, Experte. Mir aufgefallen ist in den Saves geschafft. Ohne Impulsmine, okay. Haben wir noch nicht. Später genannt, genau die baue ich und Stealth vorhin haben wir auch noch nicht gesehen hier. Wow, in den. Sind die irgendwann? Nö. Ups, Entschuldigung. Entschuldigung. Die Safes sind ausnahmsweise mal sehr gute Sachen drinne, wenn die gut verschlossen sind. Finde ich gut. So, wo war denn das Drahtding, was ich aktiviert hatte? Ach hier, aber muss ich mal echt drauf aufpassen. Aber das Ding hat mich sowieso nicht getroffen, hat mich nur so kurz gestreichelt. So. Okay, gehen wir mal da lang. Soll vielleicht mehr hier so nachfallen. Ist echt Ball. Ach nein, so Essen wollte ich jetzt gar nicht mehr mitnehmen, ehrlich gesagt. Hallo. In den Kanalisationen waren oft Ghule. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Ghule hier zusammen mit den Typen leben. Quantum. Also der Mensch, der. Ach, da ist ein Feuer. Boah. Ich dachte, die ganze Zeit kommt hier irgendwann näher. Sind doch noch mehr Leute, oder? Bin nur der Verrückte mit der Axt. Hier ist Daddy. Oh Gott. Lass mich mal kurz da rein. So, wehe, kommt jemand rein. Wo kann ich da wieder hoch? An die Oberfläche? Back Bay. Muss man Scharfschützengewehr. Wo seid denn ihr? Euer Part ist schon wieder gleich zu Ende. Also lassen wir das. Guck mal, was hier oben noch ist. Ja, die ersten 10 Minuten waren natürlich wieder eine totale Katastrophe und danach ging es wieder. Also übliche. Gucken wir mal, ob wir da oben noch finden. Vielleicht ist da noch was Schönes. Wenn nicht, dann gehen wir wieder rein und metzen alle mit einer Axt ab. Ja. Ist ein guter Plan, ja, ne? So, mach hin. Der Partner ist schon. Ist das ein Ventilator, der an eine Knarre dran ist? Je schwerer die Waffe, desto mehr Schaden richtet sie an, aber sie beansprucht umso mehr Platz in deinem Inventar und verlangsamt dich. Das stimmt irgendwie nicht so. Je mehr die Volt 114. Wow, ich kann überhaupt nicht mehr. Okay. Wir sind hier anscheinend, aber ich würde sagen, wir gehen wieder rein und... Ach, da ist eine Puppe, glaube ich.
Ich chill mal hier ein paar Minuten und wir sehen uns dann in der nächsten Folge, wo wir weiter Valentine suchen. Ich bedanke mich alle herzlich fürs Zuschauen und sage Tschüss, bis zur nächsten Folge.